Hi zusammen, hier ist Pavel, schöne Grüße aus Hannover. Bin jetzt hier gerade am Marschsee und hinter mir ist eine Skulptur, der kleine Junge auf dem Fisch. Also besser gesagt, diese Skulptur heißt Putte auf dem Fisch, aber es geht heute nicht darum. Ich habe jetzt Nikon Z6 in der Hand mit einem Objektiv 35 mm 1,8S. Was ich fotografiere, wie ich fotografiere und wozu man so ein Objektiv braucht, erzähle ich euch jetzt gleich. Bleibt dran! Die Kamera und das Objektiv haben wir nicht gekauft. Das wurde uns zur Verfügung gestellt von Fotohammer Gerflix. Das ist eine Firma, wo man die Kameras leihen kann oder kaufen. Vielen Dank an dieser Stelle für diese Möglichkeit, diese Kombi zu testen. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich liebe Festbrennweiten. Gut, ich fotografiere natürlich öfter mit dem Zoom, speziell wenn wir irgendwo in der Stadt unterwegs sind oder Workshops machen, dann kann ich jetzt nicht irgendwie zwei, drei Festbrennweiten schleppen, weil das ist einfach zu viel. Ja, deshalb nutzen wir natürlich auch Zoom-Objektive. Aber es ist bekannt, dass Festbrennweiten bessere Qualität haben, bessere Schärfe, weniger chromatische Aberration und deshalb haben diese Objektive natürlich ihre Berechtigung. Und jetzt hier 35 mm 1,8, das ist eigentlich ein typischer Street-Objektiv. Ich habe schon mal ein Objektiv vorgestellt, Sony 35 mm 1,4. Ja, da habe ich benutzt auf meiner Sony Alpha 7 R Mark IV und habe in Hannover fotografiert. Und die Fotos habt ihr vielleicht schon gesehen. Also es ist wirklich sehr interessant, was man mit dieser Brennweite machen kann. Diese Objektive werden angesiedelt, meistens als Stadtfotografie, Streetfotografie, habe ich schon gesagt, und natürlich auch als Landschaftsfotografie-Objektive. Und da wir eine ziemlich starke Blendenöffnung haben, also das Objektiv ist sehr lichtstark, können wir natürlich sehr schön mit Bokeh spielen. Wir haben jetzt hier im Hintergrund ein Monument und dieses Monument wird gerade renoviert. Ja, deshalb, wenn ich jetzt zum Beispiel den Jungen auf dem Fisch fotografieren möchte und ich möchte nicht, dass dieser Monument im Hintergrund gut zu sehen ist, dann arbeite ich natürlich mit offener Blende. Und das werde ich jetzt auch gleich tun. Ich werde jetzt ein bisschen zurückgehen, weil 35 mm, das sind jetzt keine 18 mm. Und ich werde jetzt einfach mal mit offener Blende auf den Fisch fokussieren. Und ja, also man sieht trotzdem diese Baustelle, dieses Monument, aber wenn ich jetzt zum Beispiel nur den Kopf von dem Jungen nehme, ja, dann kann ich davon ausgehen, dass das Ganze im Hintergrund nicht ganz so scharf wird. Ja. Und das ist natürlich wunderbar. Da bekommen wir eine Aufnahme, wo wir sagen, okay, wir konzentrieren uns tatsächlich auf die Details. Gut, das war jetzt nicht gerade ein Paradebeispiel für solche Sachen. Viel besser ist natürlich eine andere Stelle, zu der gehen wir jetzt und dann werde ich jetzt eine Komposition erklären, wie wir diese Skulptur mit dem See, mit dem Hotel im Hintergrund und mit dem Springbrunnen kombinieren können. Jetzt habe ich meine Position gewechselt und ich kann jetzt hier wunderbar auf die Skulptur fokussieren. Allerdings mit der offenen Blende wird jetzt nichts, weil die Sonne ist einfach zu hart. Ja, deshalb werde ich die Blende ein bisschen zumachen, zum Beispiel auf Blende 5,6. Dann bekommen wir auf jeden Fall viel, viel bessere Komposition. So. Und trotz Gegenlicht bekomme ich die Aufnahmen, die richtig gut aussehen. Ich mache jetzt hier Folgendes. Also ich arbeite mit Mehrfeldmessung. Also das heißt, es wird ein Durchschnitt berechnet von dem, was wir sehen, von dem, was die Kamera aufnimmt. Also Spotmessung wird hier wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Fokussieren tue ich mit dem Touch-Display. Also letzte Zeit habe ich meinen Gefallen daran gefunden, dass ich jetzt einfach mal mit Nikon, also ich bin hier auf jeden Fall sehr gut zurechtgekommen mit diesem Touch-Display, irgendwie besser als auf Sony, weil Display ist größer, das heißt mit dem Touch-Display kann ich alles sehr, sehr gut aussuchen. Ja? Und jetzt noch eine Aufnahme, zack, und vielleicht so von der Seite, weil die Komposition einfach besser ist. Und so haben wir ISO 100, ich habe ISO auf Automatik gesetzt, wir bekommen eine Verschlusszeit von 1/5000 Sekunde und die Aufnahme sieht gut aus. Gut, die Skulptur ist natürlich fast schwarz auf dem Display, wenn ich das jetzt anschaue, aber wir wissen alle ganz genau, dass in einer RAW-Datei sehr viel Potenzial steckt und wir können diese Aufnahmen natürlich so bearbeiten, dass alles richtig gut aussieht.
Ich bin hier auf einer Bootstation, also hier kann man so ein Tretboot mieten und das ist super schön zum Fotografieren. Ich fotografiere jetzt mit offener Blende und ich mache Fokus auf den Lenker und ich sehe sofort, das ist eine wunderschöne Aufnahme, weil der Lenker ist jetzt scharf, Rest ist unscharf und das ist exakt das, was ich mit solchen Objektiven machen kann. Hätte ich jetzt zum Beispiel Blende 2,8, wäre der Effekt nicht so schön wie jetzt. Also hier das Gleiche, wir fotografieren mit Mehrfeldmessung, sodass die Belichtung gleichmäßig ist. Und ja, also ich liebe diese Position, weil das tatsächlich sehr schön ist. Kann noch ein bisschen höher gehen, aber eigentlich von tieferen Perspektive sieht das einfach besser aus. Wer auf den Fotos sieht, das Ganze macht irgendwie mehr Tiefe im Bild. Ja, das ist so schön, dass wir die anderen Boote nicht sehen, also nur der Lenker vom ersten Boot. Und das gefällt mir. Ja. Also wir haben auf jeden Fall eine Komposition, die viel effektvoller aussieht, als wenn ich jetzt mit geschlossener Blende fotografieren würde. Zum Beispiel, ich mache jetzt die Blende zu auf circa, machen wir mal 16. Und das ist jetzt die Aufnahme, wo man alles sieht. Aber die Aufnahme wird nicht so malerisch wie mit offener Blende. Und dafür sind solche Objektive natürlich sehr gut. Wenn wir mit offener Blende fotografieren, hat das natürlich einen riesen Vorteil, wenn wir bewegende Objekte aufnehmen wollen. Ich habe jetzt nicht die Zeitvorwahl eingestellt, sondern Blendenvorwahl und ich habe Blende 1,8 und hinter mir sind diese Pflanzen, die im Wind so ziemlich unruhig sind. Ich muss natürlich exakt auf eine Pflanze fokussieren, die ich scharf dargestellt haben möchte. Das ist aber kein Problem. Schaut bitte, wie es aussieht. Also ich fokussiere jetzt einfach mal hier auf eine der Pflanzen. So. Und der Wind tut mir gar nichts, weil ich habe ein 3200stel oder ein 4000stel der Sekunde. Und wenn ich die Fotos jetzt so anschaue durch den Sucher, ja, die sehen gut aus. Auf jeden Fall nicht alles, weil ich muss exakt das auswählen, wenn ich irgendwas scharf haben möchte. Ja, machen wir noch ein paar Fotos, wo ich ganz, ganz genau auf ein Motiv fokussiere, zum Beispiel hier. Ist auf jeden Fall so, wie ich das haben möchte. Ja? Also ihr seht, im Hintergrund ist im Prinzip nichts. Da läuft gerade eine Person durchs Bild, aber das macht nichts. Das, was ich jetzt hier sehe, ja, also die Schärfe sitzt exakt da, wo sie sitzen sollte. Natürlich fotografiere ich mit diesem Objektiv nicht nur mit offener Blende. Ja? Also wir sehen hier eine wunderschöne Allee am Marschsee. Wenn ich hier die Aufnahmen mache, dann gehe ich auf 6,3, 7,1, 8. Bei diesem sonnigen Tag kann ich sogar höher gehen. Ich mache jetzt einfach mal ein paar Aufnahmen. Ich muss natürlich abwarten, bis die Leute weg sind, die mir direkt in die Kamera laufen. Und dann können wir diese Perspektive nehmen, wo alles von vorne bis hinten scharf ist. Klar, also wir hätten hier natürlich mehr Spielraum, wenn wir einen Zoom hätten. Ja, aber wenn ich nur ein Objektiv dabei habe und mit 35 mm kann man natürlich fast alles abdecken, was Stadtfotografie betrifft. Dann sieht das so aus. Also ich gehe jetzt hier drauf, zack, habe jetzt gerade den Moment erwischt, wo der Jogger noch nicht da ist. Und wenn ich das Bild so anschaue, das sieht wunderbar aus. Vor allem die Farben jetzt, also das ist Herbst, blauer Himmel, rot-gelbe Blätter, fantastisch. Die kann man natürlich im Photoshop später noch ein bisschen rötlicher machen, aber das ist natürlich eine andere Sache. Ich bin jetzt am Sprengel-Museum, das ist natürlich auch eine super Adresse in Hannover, wo man viel Kunst bewundern kann, wechselnde Ausstellungen. Ich gehe gerne hin, um mich inspirieren zu lassen. Wie ihr wisst, Fotografie inspiriert mich nicht besonders. Gut, das ist natürlich blöd gesagt. Also Fotografie als Medium hat mich nie inspiriert. Mich hat immer Kunst inspiriert. Und deshalb gehe ich ganz gerne in dieses Gebäude. Wir waren mindestens schon 10-mal drin, aber das kann man auf jeden Fall sich sehr gerne antun. Was man sich noch antun kann, diese Skulptur, schaut mal bitte. Ich teste jetzt einfach mal, ob 35 mm genug sind. Absolut. Also wir haben jetzt 35 mm Brennweite und ich habe jetzt die Skulptur komplett im Blick. Das ist jetzt die totale mit dem Museum. Jetzt gehe ich ein bisschen näher ran und ich kann mit 35 mm auch ziemlich abenteuerliche Perspektiven machen. Ich mache jetzt hier Blende 8, weil ich alles ziemlich scharf dargestellt haben möchte. So, Blende 8 von unten. Ja, und schaut bitte, das sieht aus wie ein Science-Fiction-Film. Ich kann das jetzt aus verschiedenen Perspektiven aufnehmen. Das sieht sehr gut aus. Ich kann hier die Kamera drehen und wenden, wie ich will. Ja, und es erinnert mich ein bisschen an diese ganzen Streifen, wie zum Beispiel Star Wars oder Prometheus oder
Falls jemand von euch bei Amazon Prime einen Film gesehen hat, nennt sich Attraction. Es gibt Attraction und Attraction 2. Da ist ein Raumschiff, sieht ungefähr so aus. Das ist meine geheime Ecke am Maschteich. Also ich sehe hier diese schöne Brücke mit Gusseisengeländer und im Hintergrund das Rathaus. Rathaus wird gerade renoviert, also da gibt es so ein paar Türme, die eingerüstet sind. Das ist natürlich nicht sehr schön, aber der Hauptturm ist zu sehen. Und diese Ecke, die ist einfach fantastisch. Ich habe jetzt Blende 8. Hier muss ich aufpassen, weil es ist ziemlich rutschig. Ja? Aber für euch mache ich alles. Ich fotografiere jetzt im Querformat. Also Fokus lasse ich die Kamera auswählen, weil bei Blende 8, bei dieser Brennweite, wird alles mehr oder weniger scharf. Und wir können natürlich auch im Hochformat fotografieren. Das sieht natürlich auch super aus. Also diese klassische Ansicht vom Rathaus, die darf in keiner Fotosammlung fehlen. Wie merkt ihr euch diese Stelle? Hier wachsen Pilze. Seht ihr das? Ja, das sind Pilze, die darf man nicht essen, aber wenn man sich geschickt anstellt, darf man sie rauchen. Und wenn wir schon über die Pilze sprechen, ja, man kann sie natürlich auch fotografieren. Offene Blende, Touchdisplay, Fokus liegt exakt auf den Pilzen und im Hintergrund sehr schönes Bokeh aus Grün und Gelb. Ich liebe es, also das sieht wirklich fantastisch aus. Hier ist natürlich nur wichtig, dass wir Fokus exakt dort setzen, wo wir wollen. Falls ihr Zweifel habt, ihr seht jetzt gerade, ich habe 1,8. Ich kann das aber auf 2,8 setzen, dann haben wir auf jeden Fall mehr Schärfebereiche bei den Pilzen. Und so sieht das jetzt aus. Hier gibt es auch gelbe, ich weiß nicht, ob sie so schmecken, aber ich mache jetzt einfach mal ein Foto. Das heißt, für Pilzfotografie ist dieses Objektiv auch bestens geeignet. Eine wunderschöne Brücke am Maschteich kann ich natürlich auch sehr schön fotografieren, am besten leicht von unten. Ich bin jetzt ungefähr 5-6 Meter von der Brücke entfernt und ich mache jetzt die Fotos so, dass ich die Brücke symmetrisch in Szene setze. Und so sieht das aus. Weil von oben, ich weiß nicht, also für meinen Geschmack ist das ein bisschen zu aufgebläht. Deshalb probiert einfach aus, welche Perspektive euch lieber ist, also für mich definitiv die untere Perspektive. Und jetzt gehen wir zu der Brücke und dort werde ich auch noch ein sehr schönes Motiv für euch machen. Ich bin jetzt hier auf der Brücke und gut, der klassische Motiv ist natürlich das hier, aber wie gesagt, ein Turm ist hier eingerüstet, sieht nicht so gut aus, deshalb habe ich jetzt Folgendes gedacht. Hier gibt es ein Geländer, das ist so ein bisschen Jugendstil, sieht sehr gut aus und man kann das sehr, sehr schön kombinieren. Ich mache jetzt Blende 16, damit ich alles komplett scharf bekomme. Und ich kombiniere dieses Gelände mit dem Rathaus im Hintergrund. Ich habe das jetzt im Querformat gemacht, jetzt mache ich das gleiche im Hochformat. Und das ist übrigens ein Tipp für alle Leute, die nach Hannover kommen und irgendwas fotografieren wollen. Das ist eine Option. Die zweite Option ist, ich nehme offene Blende, ich gehe jetzt einfach mal zurück auf 1,8 und ich habe hier eine schöne Blume. Und diese Blume kombiniere ich mit dem, was im Hintergrund zu sehen ist, und zwar mit dem Rathaus. Die Blume ist jetzt symmetrisch im Bild untergebracht und ich fotografiere so, dass die scharf ist und Rest ist unscharf. Und das ist wirklich fantastisch. Es sieht sehr gut aus. Ich liebe diese Perspektive, weil wir arbeiten hier sehr kreativ mit Bokeh. Also in diese Richtung ist es jetzt gerade besser, in andere Richtung ging es auch. Aber da ist die Blume im Gegenlicht und das ist natürlich weniger schön. Also noch eine Aufnahme, zack, auf die Blüte fokussiert. Achte darauf, dass Rathaus im Hintergrund zu sehen ist. Und das Bild kann ich jetzt ausdrucken und Oma schenken. Jetzt habt ihr gesehen, ich habe jetzt mit Nikon Z6 und mit dem Objektiv 35 1,8 S fotografiert. Das ist ein ziemlich kleines Objektiv, also ich finde, diese Kombi ist nicht sehr schwer, liegt sehr gut in der Hand und ich habe alle Motive damit abgedeckt, was ich haben wollte. In Hannover, in Dresden, also wir haben das schon ein paar Tage im Einsatz und ja, es macht Spaß, mal auf Zoom zu verzichten, um gezielt auf Motivjagd zu gehen. Entweder mit offener Blende, mit Bokeh spielen oder mit geschlossener Blende komplette Landschaften oder Architektur fotografieren. Auf jeden Fall 35 mm ist eine sehr gute Brennweite. Das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert bitte unseren Channel. Teilt unseren Channel mit Freunden, mit Verwandten, mit der Oma. Vielleicht schenkt euch Oma dieses Objektiv zu Weihnachten. Und vergesst nicht, Mitglied bei unserem Channel zu werden, weil für Mitglieder geben wir auf jeden Fall mehr Inhalt.
Speziell bei diesem Video werde ich jetzt einige Rohdaten auswählen und unseren Kanalmitgliedern zur Verfügung stellen, damit ihr das ausprobieren könnt. Das macht Spaß, ihr könnt reinzoomen, ihr könnt die Dynamikumfang ausprobieren. Auf jeden Fall könnt ihr mit Rohdaten ein bisschen spielen. Und natürlich bieten wir auch andere Sachen, wie zum Beispiel zusätzliche Videos, Bildbesprechung, ab und zu mal Gewinnspiele. Ja, also ist es auf jeden Fall mehr Inhalt auf ganz normalen YouTube-Kanal. Obwohl, auf dem YouTube-Kanal bieten wir jetzt auch 2 Videos pro Woche. Das kann nicht jeder. Wenn ihr noch mehr zum Thema Fotografie und Bildbearbeitung lernen wollt, dann schaut bitte beim Synshop vorbei. Wir haben verschiedene Produkte, zum Beispiel Videos über Fotografie, Photoshop, Lightroom. Wir haben Presets und Aktionen und natürlich bieten wir auch die Workshops. Weil Workshops für dieses Jahr sind im Prinzip schon fast alle ausverkauft und fürs nächste Jahr werden wir natürlich weitere Workshops planen. Also das, was wir planen, kommt demnächst in den Shop. Wir werden auf jeden Fall ein Newsletter diese Workshops ankündigen. Wer noch Newsletter nicht abonniert hat, dann abonniert bitte Newsletter. So bleibt er immer auf dem Laufen. So, dann macht hübsche Fotos mit Festbrennweiten oder mit dem, was ihr gerade parat habt. Es sei denn, es ist ein Smartphone, damit kann man natürlich auch wunderbar arbeiten. Ja. Und wichtig ist, dass ihr kreativ seid, Spaß habt und natürlich tolle Bilder liefert. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute. Grüßt Oma und Opa. Ciao.